Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Das Schwarze Auge Memoria. Ich bin Scarlet Annie und ich begrüße euch hier herzlich zurück mit Satya und ihren großen Plänen. Wir sind jetzt angeblich, ich würde schon sagen, wir sind dem Herr beigetreten im Prinzip. Aber wir müssen uns noch ein bisschen kümmern. Ich bin mir auch gerade nicht sicher. Worum genau? Ich glaube über Kasim vielleicht noch. Um Kasim? Wo sind jetzt alle Miesepeter hin? Mit der können wir jetzt reden in Ruhe. Wir werden nicht mehr weggeschickt. Was machst du da? Psst! In der Erde schläft ein Humusgeist. Er kümmert sich um die Fruchtbarkeit des Bodens und schläft gerade. Sei bitte leise, ja? Hat gerade komisch geflackert. Ich hoffe, ihr seht das nicht auch so mit ihm. Jetzt können wir also mit den Beeten reden. Es ist schön, wie das wächst. Ich finde das hier ist schön, sehr wie das wächst. Dächtig. Ein Sechseck. Es ist zu tief. Und ich brauche meine Beine noch. Komm her. Er hört nicht auf dich, Satya. Warum auch? Du bist völlig machtlos gegenüber den Kräften, die dich umgeben. Ich habe mich wenigstens nicht wie ein Hund anketten lassen. Ich will Kasim nicht so nahe kommen. Ich fliege erst dorthin, wenn ich auch wirklich einen Grund sehe. Hey, Kasim. Er ignoriert mich. Überraschung. Okay. Dann können wir jetzt hier rüberspringen oder nicht? Gibt es auch andere Orte? Ach ja. Xerxes! Nur die Ruhe. Ich darf inzwischen mein Zimmer verlassen. Mhm. Ach, der Ärmste. Ich wollte noch in seine Tätigkeit nachgehen. Was ist das für ein Raum? Eine Werkstatt. Und was macht ihr hier? Als Erzmagier untersuche ich Gestein und Kristalle. Und gefährliche Artefakte. Das auch. Woran forscht ihr gerade? An einer Elementarsphäre. Stört mich nicht. Ich habe ein gutes Gefühl gerade. Die Arbeit geht leicht von der Hand. Meine Maske. Was wisst ihr über diese Maske hier? Ich mag sie nicht. Sie vermittelt mir kein gutes Gefühl. Untersucht die Maske. Später. Wann später? Bitte. Bohrt nicht ständig mit euren anstrengenden Fragen. Ich habe gerade ein sehr gutes Gefühl mit dieser Sphäre hier. Ich muss das nutzen. Die mit ihren Gefühlen und ihren Sphären, das ist ja unglaublich. Was machen die denn hier sonst den ganzen Tag? Ihr erforscht nur Dinge, die euch ein gutes Gefühl geben? Mit dieser Sphäre verbinde ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur kaltes Fleisch und Tod. Beantwortet das eure Frage? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiert mit der... Müssen wir also auch was mit der Maske anstellen. Habt ihr euch den Stab auf dem Tisch näher angesehen? Kurz. Und? Er ist beseelt. Längere Studien werden zeigen, mit was. Aha. Was hat es hiermit auf sich? Das ist ein Schleifstein. Nichts besonders Schönes, nichts besonders Schlechtes. Er ist einfach nur Mittel zum Zweck. Gib mir so einen Rubin nochmal schleifen, das macht keinen Sinn. Ich darf jetzt nicht den Kopf... Die Steintafel ist kaputt. Erinnert mich nicht daran. Ich bin gestolpert und nun ist sie ruiniert. Wenn ich nur daran denke, vergeht mir sofort die Lust am Leben. Der Ärmste. Sieht aus, als wären wir uns endlich los. Redest du nicht mehr mit mir? Wie du willst. Was mit Rachwan geschehen ist, war furchtbar. Ich hoffe, das ist dir bewusst. Ignoriert er uns auch noch. Was sind das für Steine? Spart euch eure Arroganz. Das sind Erze. Für mich sehr kostbar und wichtig. Kostbar und wichtig.
Jetzt haben wir noch ein Steingesicht. Hey. Keine Antwort. Überraschung. Hatten wir nicht auch noch eine Art Magie dabei? Nein, hatten wir nicht. Okay. Lieber nicht. Packen wir das auf den Herd. Das bringt mich nicht weiter. Ist das dein Tee? Ja, er hält mich warm. Ich verbinde viele gute Dinge mit diesem Aroma. Das läuft schon wieder auf dieses Sphären, Verbinden, Schließen hinaus. Aber warum möchte er nicht mit uns reden und uns helfen? Bist du immer noch stumm? Gut, wir müssen auch nicht reden. Er soll mir nur helfen. Man hat ihn an den Tisch gekettet. Oh nein. Können wir noch irgendwo anders hin? Fragezeichen über Fragezeichen. Dann gehen wir erstmal in die große Halle. Wo sind wir denn jetzt? Sind wir jetzt hier? Draußen? Okay, doch hier. Dann hier unten. Ein Ornament. Sieht aus wie die eine Hälfte dieser Hand. Dieser Maske. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Ein Kreis um die andere Seite. Ich spüre ein Schlagen. Wie einen Herzschlag. Hey! Ein weiteres Drachenbauwerk? Diese Hallen kennen kein Ende. Ein unterirdischer See. Oh, hier oben ist noch... Ich kann dahinter den Umriss einer großen Statue erkennen. Gehen wir jetzt hier hoch. Und gucken, was es hier noch so gibt. Boah, da sind wir. Ja, hübsch, würde ich sagen. Gewaltig. Sie ist eiskalt. Eines Tages wird man auch mir so ein Denkmal errichten. Sehr überzeugt. Auf zur Lesestube. Gucken, ob er irgendwas herausgefunden hat. Sehr unheimlich. Warum ist es hier so kalt? Die Bibliothek von Draconia steht unter der Aufsicht der Eisfakultät. Schrift ist wie gefrorenes Eis. Sie hält einen Moment in der Zeit fest. In diesem Falle bis in alle Ewigkeit. Warum ist es hier so kalt? Die Schrift in die... Seht ihr etwas, was euch interessiert? Nein, nichts. Aber hier oben sind diese Symbole, die wir auch schon... ich glaube, das waren genau dieselben wie auf den Köpfen von unserem besonderen Rätsel. Was sind das für Runen? Ach, das. Das sind die Symbole der sechs Elemente. Diese Rune steht für Feuer. Wo habe ich sie nur schon einmal gesehen? Der Eis-Djinn in diesen Hallen hat mir den Weg zu einer alten Schrift gewiesen. Es ist eine der wenigen, in der der Garten des Vergessens überhaupt auch nur erwähnt wird. Und? Es ist ein Reisebericht von einem Magier namens Halef Ben Yalif. Er war Diener eines Magier-Moguls und wurde losgeschickt, den Garten zu finden. Welcher Magier-Mogul? Der letzte der Mogule, Malakar. Leider fand er den Garten nie. Und aus Angst vor der Strafe seines Herrn begann er sich vor dessen Lakaien zu verstecken. Er fürchtete, wenn man ihn fand, würde man ihn, ich zitiere, erst die Maske antun und mich dann in ein lebloses Artefakt verwandeln. Was für ein Artefakt? Wer weiß, vielleicht ein Ring oder ein Armreif. Oder ein Stab. Huch. Was war das denn jetzt? Haben Sie gerade ein komplettes Gespräch über... Sprung? Okay.
Was wisst ihr noch über Benyalif? Nicht viel. Man hatte ihm die Maske gegeben und ihn losgeschickt, den Garten zu suchen. Mehr steht hier nicht. Also wissen wir aber, dass der Stab vermutlich Malakar ist, der verwandelt wurde? Okay. Was steht in dem Bericht über den Garten? Es heißt, im Garten läge eine Art Zauberwort vergraben, das die wahre Macht von Malakars Maske weckt und das einem drei geheime Kammern den Weg dorthin weisen. Der Rest ist unzusammenhängendes Gewäsch. Seid ihr da sicher? Ja. Die Suche nach dem Garten muss Yalif zu Kopf gestiegen sein. Er brabbelt davon, dass der Ort von einem uralten Wesen erschaffen worden sei, einem Diener der Zeit. Und dass Satinaf, der Herr der Zeit, den Garten von unseren Sphären getrennt hätte, auf dass nichts, was im Garten geschehe, Folgen für unsere Wirklichkeit habe. Dann steht hier noch etwas von Lügen, die Wahrheit werden, und einem Loch im Buch der Zeit. Eindeutig die Erfindungen eines Schwachsinnigen. Für mich klingt das gar nicht so schwachsinnig. Aber was ich meine, das ist ja gar nicht Malakar, der Stab ist, sondern irgendwie ist das einer der Lehrlinge, der losgeschickt wurde. Ein Zauberer. Bin ich viel auf einmal verwirrend. Wir können über sehr viele Sachen reden, über sehr viele Sachen. Drei Kammern weisen den Weg? Ja, deren Zugänge befinden sich irgendwo in Draconia. Haltet Ausschau nach diesem Symbol. Ihr könnt die Seite das haben, Auge? Wenn ihr wollt. Danke. Okay. Um die Sauron, Kammer bist zu öffnen, du das? Müsst ihr jedoch die Maske bei euch tragen. Bevor ihr nicht die Maske habt, nützt es auch nichts, nach den Kammern zu suchen. Stiftet ihr mich gerade zum Diebstahl an? Mädchen, ich bin nur hier, um Wissen weiterzugeben. Was ihr daraus macht, ist ganz allein eure Sache. Schon klar. Der Garten wurde von einem Diener der Zeit erschaffen? Richtig. Wer auch immer damit gemeint ist. Es heißt, er schläft in den drei Kammern und wartet auf einen Magier, der ihn weckt. Muss es ein Magier sein? Ja. Erst die Anwesenheit von Magie wird seinen Schlaf stören. Okay. Wer ist Satinaf? Satinaf ist der Wächter der Zeit. Er wacht über das Buch der Zeit und passt auf, dass niemand den Lauf der Dinge, der darin beschrieben steht, stört oder verändert. Hat ihn jemals jemand gesehen? Nein. Er ist nur eine Legende. Wie wahr? Eine bloße Legende. Im Garten sei ein Zauberspruch vergraben, der die wahre Macht der Maske weckt. Was ist ihre wahre Macht? Hier steht, die Maske stellt ihren Träger vor eine Wahl. Entweder entscheidet er sich für süßes Vergessen, oder sie macht Dinge, die einst geschehen sind, wieder ungeschehen. Das klingt sehr mächtig. Oh ja, das tut es. Es gibt nicht wenige, die für so eine Macht morden würden. Okay, wir haben uns erstmal gut informiert, würde ich sagen. Das soll mir vorerst reichen. Wisst ihr, ich finde es merkwürdig, dass ihr von alledem noch nie etwas gehört habt. Ich spreche von eurer Tätowierung. Ihr seid selbst eine Nachfahrin Malakars, richtig? Haben euch eure Vorväter nichts gelehrt? Nein, ich höre zum ersten Mal davon. Und dieser Prinz über dem Observatorium, er ist euer Bruder, nicht wahr? Ich frage mich nur, was euch antreibt. In euren Augen glüht eine unheimliche Entschlossenheit. Entweder werdet ihr das Unmögliche erreichen oder im tiefsten Wahnsinn zugrunde gehen. Ich lasse mich nicht aufhalten. Ich wollte euch nur gewarnt haben. Passt bitte auf euch auf. Ist mein Dolch eigentlich schon fertig? Der liegt ja auch nicht rum. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir vorerst wieder. Ah, Doppelklick und weg hier. Eine dunkle Ecke. Ich höre ein Flüstern, als ob etwas Böses darin wohnt. Was ist das?
In der Mitte der Finsternis steht ein Podest. Und darauf fühlt sich an wie eine Lampe. Ich nehme sie mit. Kam die Finsternis etwa aus der Lampe? Eine Dunkellampe? Sie hätten sich dem Heer gegen die Dämonen sofort angeschlossen. Wer hat diese Hallen nochmal erbaut? Jetzt haben wir eine Lampe, die Sachen verdunkelt. Können wir mal runtergehen? Es gibt nichts weiter in diesen Gewölben. Nur diesen einen Raum. Packen wir die Lampe dahin? Es ist dunkel genug hier. Ich bin noch nicht fertig mit der Laterne. Die Flamme klingt anders als die anderen. Es ist fast, als würde sie singen. Es scheint, als reiche dem Feuer seine eigene Laterne. Menno. Oder hierhin vielleicht, weil da dieses Siegel ist. Es scheint, als... Das wird niemals... Es ist merkwürdig warm, genau wie alles hier unten. Genau dasselbe, sowohl wie das war. Der Weg der Willkür ist nicht mein Weg. Ah, hier sind noch die anderen Symbole. Dieses Sechseck, was auch beim Prinzen war. 7 Runen sind darauf eingraviert. Oder war doch, was auch immer da stand, Sechseck, keine Ahnung. Ja, ihr wisst, was ich meine, bestimmt. Untergrundsee, und da können wir jetzt... das hier quasi noch einzeichnen oder so. Die Zeichnung passt genau. Es ist nur ein Teil des Siegels. Etwas fehlt noch. Nur noch so eine Hälfte quasi. Ich sehe keinen zusammen. Ach, Manu. Es fehlt noch ein kleines Stückchen. Es hat die Form der Maske. Es muss also so aussehen. Kann ich auf die Maske nehmen? Besser nicht. Ich glaube, ich sollte noch mal versuchen, in diesen Raum zu kommen. Ich würde die Maske mitnehmen. Haltet Abstand. Dieses Artefakt mag gefährlich sein. Der Apparat ist kaputt machen. Ich bin Forscher. Ich forsche. Ist das Antwort genug? Ich weiß nicht einmal... Bleibt mir mit diesen Spielzeugen vom Leib. Wenn ich wollte, könnte ich diese Dunkelheit ohne weiteres durchbrechen. Ich muss etwas wissen. Was? Was sagt euer Gefühl jetzt? Mit der Sphäre assoziiere ich Wärme und Licht. Mit der Maske verbinde ich nur... So kommen wir nicht weiter. Ganz und gar nicht. Er ist heiß. Ohne die Hilfe vom Stab schaffen wir das doch niemals. Du machst wohl häufig sauber. Ja, und ich hasse es. Ich hasse diesen Besen. Ich weiß nicht, ein... Ansetzen am Mund und dann trinkt man ihn aus und dann... Wenn ich mehr über die Maske erfahren will, sollte ich ihn ansprechen.
Aber der will ja nicht reden. Wird er es jemals tun? Achso, das ist das erste Labor. Och Mann. Ich würde da gerade reingehen, um zu gucken, was da nochmal war. Hier gibt's auch nichts Neues. Erst muss ich diesen Garten finden. Ja, also auf jeden Fall ist unsere Priorität der Garten. Aber ja, ist auch nicht so recht. Ohne weiteres kommen wir ja da nicht hin. Und ich denke, wir müssen noch das Rätsel lösen. Was hier unten ist. Und zwar, doch, hier steht der Sechseck. Das ist das Einzige, was leuchtet. Sieht komisch aus, finde ich. Da ist so ein komischer Kringel drin. Nein, mal sehen. Wir gehen erstmal zurück und ich würde sagen, es reicht für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wir haben ein bisschen was erfahren über Malakar und den Garten. So ein bisschen Informationen, ziemlich viel Input fand ich schon. Ja, und damit würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal.